Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Heute sind wir auf der Suche nach einer neuen Mission, während hier auf der rechten Seite unten der Schiedelstecker im Testbereich erforscht wird. Dauert noch 4 Tage, Alien-Verschlüsselung auch noch 5 Tage und damit sind auch hier oben die beiden Ziele in Bearbeitung. Steht auch dabei, läuft. Bis dahin wissen wir nicht genau, was wir tun sollen. Wir haben in der letzten Folge gerade Kontakt nach Neu-Chile hergestellt. Ich glaube, hierhin. Oder Neu-Brasilien. Das ist Neu-Brasilien. Wir sind in Neu-Chile, wo die Avenger gerade ist. Ah ja, genau. Ah, genau. Stimmt. Wir sind in Neu-Chile hier unten. Da oben könnten wir natürlich hin. Aber das funktioniert nur, wenn wir neue Kontakte haben. Und das wäre vielleicht was, was wir machen könnten. Was? Da oben steht düstere Ereignisse. Was ist das denn? Soll ich mal aufklicken? Weiß ich nicht, ist es rot? Ja. Das triggert bestimmt die düsteren Ereignisse. Ich klick mal rauf. Ah, das ist das. Genau, es dauert noch 4 Wochen. War es eine ganze Woche? Ist um. Alex, was hast du gemacht die ganze Zeit? Ich habe Kontakt nach Neu-Chile hergestellt. Oh, eine Woche lang. Das war besonders wert. Haben wir denn da jetzt dafür 2 Wissenschaftler gekriegt überhaupt? Weiß das nicht. Also, und wir wissen auch nicht, was wir tun sollen hier dagegen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach irgendwie Zeit verschwenden. Dann passiert schon irgendwann irgendwas. Aber wir können natürlich die Zeit sinnvoll einsetzen, um zum Beispiel Vorräte zu erhalten oder neue Rekruten. Rekruten wäre ja wahrscheinlich nicht schlecht, so wie das letzte Mal hier bei uns lief. Also hier ist zum Beispiel das Widerstandshauptquartier, Informationen sammeln. Da ist so eine Faust dabei. Und das ist hier auch... weiß nicht, was das macht hier. Und in der Mitte unten ist es auch mit dem Ausrufezeichen nochmal. Vielleicht ist das gut. Ja? Ja, mach das doch mal. Warum nicht? Ich klicke mal dahin. Ich weiß, wir fliegen dann wieder weg, aber... Ja, ist okay. Was sollen wir denn in Neu-Chile da sein? Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Na, hat einen Tag gedauert, ne? Wie groß ist die Avenger eigentlich? Weiß nicht. So halb Deutschland? Jetzt immer noch 4 Wochen? Ja. Gut. Dann machen wir das jetzt. Kannst du auch auf die Faust klicken? Widerstandswahn im verfügbar. Okay, machen wir. Okay. Willkommen, Commander. Die Waren des Monats. Scanbonus. Medizinische Unterstützung. Aha. Okay. Während die Avenger hier positioniert ist, stellt das Widerstandshauptquartier zusätzlich medizinisches Personal zur Verfügung, damit sich unsere Soldaten schneller von ihren Verletzungen erholen. Oh. Cool. Warnung, der Kauf dieser Fähigkeit überschreibt den aktuellen Scan-Bonus. Aha. Was ist denn der aktuelle Scan-Bonus? Ach, guck mal, die können wir jetzt rekrutieren. Ah, das sind die beiden. Guck mal aber hier. Aber die sind ja teuer. Ja? 180. Ja, das ist rot. Aber rot heißt nicht, wir haben nicht, doch, wir haben nicht genug. Oh. Ja. Eieiei. Ach komm, die sind nicht so wichtig. Schnellbau, was macht das? Widerstandsfreiwillige helfen beim Bau und so weiter und so fort. Okay, Warnung, der kauft diese... Achso. Mhm. Okay. Ach so, dass der Scan-Bonus ist, der gilt, während wir da am Widerstandshauptquartier Informationen sammeln, machen dann entweder die Leute den Schnellbau oder die medizinische Unterstützung. Aha. Wenn wir das jetzt kaufen. Oder? Ah. Aber wir bauen ja gerade nichts. Das heißt, wenn, würde sich ja nur die medizinische Unterstützung lohnen, damit... Ja. Brian, damit Kieran McCarthy oder unsere Scharfschützin schneller fertig sind wieder. Ja, wie lange ist denn noch bis zum nächsten? Oh Mann, 18 Tage, bis wir 300 ungefähr kriegen. Das heißt, dann könnten wir ja einen von denen anheuern. Das ja, das würde sich wahrscheinlich sogar lohnen. Oder wir holen im Wartungshangar Vorräte oder 217 Vorräte für 3 Tage in der Vorratslieferung. Links und grün. Ich würde ja gerne wissen, wie man neuen Kontakt herstellt. Aber das passiert wahrscheinlich, indem ich hier raufklicke und mir gesagt wird, dass wir keinen neuen Kontakt herstellen müssen und wir zuerst bla 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 machen müssen dafür. Was ja, meinst du? Probier aus. Ich klicke einfach mal. Let's go. Genau, da steht's schon. Du kannst es auch nicht anklicken. Okay, wir haben mit unseren momentanen Einrichtungen die maximale Anzahl an Kontakten hergestellt. Bau oder... Verdammt! Verdammt! Nochmal, schnell, scroll hoch! Oder verbessere... Widerstand zu Kommunikationseinrichtungen oder weise ihnen Personal zu. Aha. Ja, na dann.
Vielleicht müssen wir einfach nochmal mehr Räume freiräumen, in die wir dann was bauen können. Aha. Ich habe noch nicht verstanden genau, was man tun soll. Aber guck mal, hier würde man auch Vorräte kriegen. Ja, wollen wir das mal? Dann kriegen wir für 3 Tage, oder sagen wir 3,5 Tage, kriegen wir dann ja quasi einen Ingenieur oder was das auch immer ist, den wir dann rekrutieren. Ja. Das hier würden gut. Wir Rekruten kriegen, aber ich meine, ein Rekrut ist 25 wert. Ja. Das heißt, es müssen schon irgendwie so 8 bis 9 Rekruten dabei raussprechen. Wobei es auch 6 Tage sind, das heißt, es müssen eigentlich so 18 bis 19 sein. Das könnte aber auch sein, dass es schon ein gelevelter Rekrut ist, ne? Ne, 17. Also nicht Rekrut auf Rekrutenniveau, sondern vielleicht schon ein Klingenmeister-Rekrut oder so. Okay. Dienst an der Menschheit, das Rekrutieren von Soldaten kostet 10 Vorräte. Alter, das ist krass komplex, diese World Map. Was ist das denn? Das ist neue Chile. So, da kann man jetzt was hinbauen. Funkrelais? Weiß ich nicht. Das war das immer die Vorräte, wir kaufen jetzt die Vorräte für 3 Tage. Ja, okay. Das ist grün. Grün heißt gut. Avenger berechnet neuen Kurs. Na fein. Und kaufen. Was ist das eigentlich hier unten? Vorräte. Ach, das sind diese Dinger. Ja. Ah. Ah, okay. Na gut, machen wir. Wow, ohne Unterbrechung. Okay. Wir wollen nicht zurückkehren. Nee. Nee, lass mal nicht zurückkehren. Obwohl eigentlich doch, wir wollen doch da jemanden kaufen, oder nicht? Das stimmt, ja. Egal, wir wollen den Befehl selber geben. Machen wir das. Setze Kurs auf Sektor 12, Ostafrika. Sehr schön. So, wie war das jetzt an der Faust? Können wir kaufen, ne? Guck mal, hier gibt es einen Soldaten statt einem Rekruten. Ah. Oh, ist das dann schon ein aufgelevelter? Weiß ich nicht. Und das für 5? Na gut. Na gut. Willkommen, Commander. Jetzt geht's los hier. Also, Lea Green oder Rosa Martine? Was brauchen wir denn? Brauchen noch einen Ingenieur, der irgendwas freiräumt, oder? Woher wissen wir denn, wer was ist? Ach, da steht Ingenieur hinter. Guck an. Ja. Und was ist das andere? Wissenschaftler? Steht bei Wissenschaftler. Ja, lass mal den Ingenieur nehmen. Der lebt auch noch länger. 5 Jahre jünger. Stimmt. Klar. Mach das. Ja, let's go. Räumen wir ein paar Alien-Trümmer weg. Hm. Verrückt. Hä? Hä? Was will er denn? Sagen die uns gerade, dass sie jetzt Bock auf ein Gefecht haben? Nee, das sind die, ne? Die sind jetzt da. Das sind die wir gekauft haben, oder? Ach so, hat das gedauert einfach, bis sie da sind, oder was ist da los? Weiß ich nicht. Da stand doch aber sofort. Das heißt... Ach guck mal, jetzt sind auch keine mehr da. Jetzt sind nur noch sie. Das muss man bestimmt machen, wenn die da sind. Das ist bestimmt gut. Ja. Na gut, ich gehe nochmal zur Waffenkammer. Ging das hier hin? Da. Nee. Hä? Widerstandsnetzwerk ein aus? Hör auf, neue Knöpfe zu entdecken. So, jetzt musst du noch befehlen, dass sie dir was freiräumen sollen, oder? Die machen sonst nichts, die faulen Leute da. Oh ja. Achso, Soldaten. Zeichen. Ah, die waren doch letztes Mal auch schon da, als ich die gekauft hatte. Waren die doch direkt da verfügbar. Guck mal, Kieran ist auch schon wieder am Start. Jetzt haben wir 6 statt... Achso, du hast noch einen dazu gekauft, ja. Ja, passt schon. Alles gut. Weiter geht's. Dahin wollen wir. Und wir haben 2 Ingenieure und wir wollen gerne... Einrichtungen bauen. Einrichtungen bauen. Wissen wir denn, was da hinkommt? Der Testbereich war ja schon klar, dass der da dann hinkommt, oder? Freischalten angrenzenden Raum räumen. Den oder was? Ja, oder den da drunter. Also links daneben. Einen angrenzenden wahrscheinlich. Achso, der, ne? Nee, also irgendeinen angrenzenden. Ja. Ja, mach doch den. Oder den.
Ja, den. Gibt es eine höhere Belohnung. Waffeningenieur benötigt, ja. Ja, freiräumen, let's go. Achso, soll ich nochmal klicken? Okay. Nehmen die da. Ja. Und freiräumen. Okay. Super. Dann gehen wir zurück. Und zur Karte? Ja. So. Was nu? Feuergefecht, weil das gerade nebenan ist. Aber 5 Tage? Ja, 5 Tage, weiß ich nicht. Der Titelstecker ist auch gleich fertig. Cool. Mal gucken, was er sagt. Dann kriegen wir vielleicht, dann kriegen wir eine neue Mission. Vielleicht. Ist ein neues, Neu-Australien gibt's auch, ne? Hier unten. Ja. Aber das mit dem Kontakt habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ja, das kommt noch. Ja, das können uns die Zuschauer auch gerne verraten, falls ihr da irgendwas wisst. Avenger berechnet neuen Kurs. Schreibt's einfach in den Chat oder in die Kommentare. Genau. Ah, wir haben neue Ziele für unsere Guerilla-Einsätze zusammengestellt. Sehr schön. Na, erzähl. Eine Operation. Beschütze das Gerät. Was Neues. Schwierigkeitsgrad leicht. Das ist gut für unsere Rekruten. Belohnung, ein Wissenschaftler. Oh, yes. Behindert, düsteres Ereignis, XCOM-Jagd, startet ein UFO. Ach, guck mal. Das ist auch noch was gegen die düsteren Ereignisse was macht. Ja. Obwohl ich auch gerne sehen würde, was passiert, wenn ein UFO kommt. Sehr gut. Bestätigen? Ich verstehe das nicht. Zielorte? Ja, haben wir bestätigen. Let's go. Bestätigen. Fliegen wir dann hin? Ja, ne? Also er fliegt sofort darüber, ne? Chile. Ist okay. Ja, ist machen okay. wir. Machen wir. Hey, da ist aber noch was. Schon auf dem Weg. Oh. Ja, ich weiß. Egal. Aus Afrika war auch irgendwas. Also wir merken uns jetzt, wenn wir bestätigen drücken, fliegen wir auch immer hin. Boah, guck mal. Gerne andere Leute. Sergeant Barry Solar und die haben keine Vornamen mehr. Wollten wir nicht 3-4 Rekruten mitnehmen? Ja, das kannst du machen, wenn du auf... wo musst du da hinklicken? Bearbeiten. Nee, entfernen. Ich weiß es nicht. Ja, entfernen. Dann kommt ein anderer. Polina. Und statt Kieran nehmen wir mit Mosi. Super. Bei den Waffen können wir glaube ich nichts anpassen, oder? Nee. Das ist gut, ne? Ja, das ist super. Ist ja auch ein leichter Einsatz. Leicht im Verhältnis zu dem, wie wir gerade stehen, ne? Gut, sie da alle gerade posieren zu Rüstung freigeben. Aha. Das haben wir auch alles noch gar nicht gemacht. Herstellen. Wechsel schnell in die Technikabteilung. Achso. Ah, man kann auch vor dem Einsatz mal eben schnell. Aha. Naja. Gut. Wollen wir? Ja! Wer ist denn der Einsatzleiter jetzt? Gerard Buskirk. Alles klar. Sky Ranger eingesetzt. Der ist Dienstältester. Okay. Weißt du, da muss man noch 6-mal bestätigen, aber dieses Flieg mal um die halbe Welt und Waste the Time, da muss man nur einmal für klicken. Angeblich zieht der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Advent-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören können. Na fein. Super, was nun? Schon los? Ah. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Die sind ja witzig. Schmeiß mich ruhig da hier drüben ab. Da. Hier war die Absprungzone. Hm. So ist das im Keller?
Ah, nee, das ist der erste Stock hier, ne? Ja. Das ist der zweite? Okay. Alles klar. Ich verstehe immer Männers, wenn er Männers sagt. Männers 1-5. Männers 1-5. Los geht's. 30 Liegestütze und dann lauft ihr nochmal im Block. Okay, Leute. Da wollen wir mal, ne? So, weißt du noch, wie das geht? Ja. Rechtsklick ist bewegen. Rechtsklick ist nicht, macht nichts. Rechtsklick ist lass Jane Kelly in ihren Tod laufen. Finde ich jetzt diese tollen Granaten dabei? Was heißt tolle Granaten? Diese Aufklärungsgranaten. Achso, die haben wir nicht eingepackt. Achso, ah. Na gut, dann wir nicht. Wir haben 4 Splittergranaten. Passt schon. Dann guck mal, du kannst auch eine Etage höher. Ja, ich weiß. Bin nicht sicher, ob das so toll ist. Ich auch nicht. Aber oben war immer besser, ne? Ja. Machen wir. Volle Kanne dazu. Hier ist es auch irgendwie rot. Das ist immer schlecht, oder nicht? Nee. Ja, dann go. Tempo. Genau. Aua. Knie gebrochen. Los, Expendable 1. Ey, das ist Iniko. Das ist Iniko, die ist wichtig. Hier patrouillieren Feinde. Aha. I. Schmeiß eine Granate. Okay, also oben scheint... Gut, dass du nicht 2 Schritte mehr gelaufen bist. Wo sind wir denn? Da links. Da stehst du. Da? Ja. Oh je. 2 Schritte mehr? Ne, 3 Schritte mehr und du wärst entdeckt worden. Das heißt, wir können einfach hier runter wahrscheinlich? Ja, weiß ich nicht sicher, wie das unten ist. Wenn man unten sind auch rote Augen. Ja, wo? Rechts. Da. Ah. Und im Müllcontainer sehen sie dich auch sofort. Ja? Ja, ist noch so ein rotes Auge drauf. Ja. Hm. Also untenrum scheint gar nicht so doof zu sein. Und müssen wir die alle töten? Neutralisiere alle feindlichen Ziele, steht da. Ja, stimmt natürlich. Aber wir müssen auch zu dem Transmitter. Und die kommen dann zu uns. Das ist vielleicht besser. Was meinst du? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ja nicht, wo die Feinde sind. Also, ja... Och Mann, ich wünsche mir gerade so sehr, dass Coyote wieder da ist oder Karen. Ja. Weil die halt den Sektoiden mit einem Schlag kaputt gemacht haben und jetzt brauchen wir halt wieder irgendwie 2 bis 3 Schüsse. Ja. Ach komm. Los geht's. Wir müssen irgendwie was das verteidigen. Ich denke schon, dass wir ein bisschen Tempo machen müssen, oder? Es geht doch nicht, dass wir jetzt hier hinschleichen. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Guck mal, jetzt können wir das auch schon sehen. Hier ist auch irgendwas mit Rot. Da können wir eigentlich auch hin. Das ist bestimmt der Scan-Turm, oder? Naja. Dann mal los. Ups, zack, zack. Sehr schön. So. Und Mosi, unser neuester Neuzugang. Bewegung. Lebt einer in voller Deckung. Na Leute. Guck mal. Den kannst du jetzt von oben schon abschießen, oder? Wahrscheinlich müssen wir ihn einfach abschießen, ja. Guck mal ganz kurz, wie sehr wir sie flankieren können. Den einen wahrscheinlich nicht. Dann macht er aber Alarm, ne? Ja, also wenn wir entdeckt sind, sind wir entdeckt. Ja, wo ist das denn? Hier unten, ne? War das? Ist gar nicht mehr so weit, das ist noch ein Gebäude. Also ich glaube, das wäre schon gar nicht so doof, wenn du jetzt schon mal anfängst drauf zu schießen, weil die haben ja noch einen Zug Vorsprung sozusagen vor dir, bevor sie, also die wären vor dir da. Ja, ne? Schlecht aus. Und in das Auge willst du ja auch eigentlich erst nicht reinrennen. Sieht der dich auch oben? Auf der Brücke? Also, da will ich ja nicht reinrennen. Oben? Nee. Auf der Brücke? Oder? Doch. Ja, egal. Links. Warte, ganz links. Sieht er dich nicht. Das ist auch noch in einer Bewegung. Stimmt. Und dann hast du Deckung und kannst wahrscheinlich runterfeuern. Krass, ey. Soll ich das mal machen? Ja. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Kannst du jetzt noch schießen? Hier sind mehrere Feinde. Aha. Oh, die hocken schon auf dem Gebäude drauf. Was sollen wir denn da machen? Das sind auch gar keine Schwächlinge, guck mal. Die haben nicht nur 3 Energie, sonst hätte ich gesagt, mach eine Granate und die sind weg. Ja. Ah,
Na gut. Was soll's, ne? Aber guck mal, also drei von den Leuten haben keine Deckung gegenüber deinen Schüssen jetzt gerade. Ja. Natürlich soll schon. Die sind beide gut, ne? Oh. Hammer. Aber der Sektoid nervt natürlich mega. Wir gucken mal, was unsere Leute hier sagen. Aha. Also den könntest du wahrscheinlich sogar diese Runde kaputt kriegen. Ja, vielleicht mit zwei Angriffen, das wäre natürlich ein Traum. Ja, vielleicht 89% Trefferchance ist natürlich auch super und eine Crit-Chance von 40% ja. Würde ihn dann sogar töten, oder? Ja. Also wenn du einen Crit machst, ja, ist eine Überlegung wert. Kritisch heißt, das ist doppelt so viel oder was? Nee. Weiß ich nicht, mehr wahrscheinlich. Mehr, einfach 5, komm. Tu es. 3. 3 Schaden, das ist ja lächerlich. Ja. Ah, dann war Crit wäre. Wirklich. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Wieso sind die denn jetzt dran? Nicht mehr allzu viele davon. Das verstehe ich nicht. Die laufen jetzt erstmal nur. Aber die haben sich eben schon bewegt, haben. Die waren eben schon dran. Ja, aber die, wenn sie uns entdecken, dürfen sie doch immer einmal laufen. Ach Mann. Fiese Jungs. Dafür kannst du dich jetzt einfach neben den Sektoiden stellen und ihm in den Kopf pusten. Ja, aber der hat ja eine Deckung. Ich kann ihn hier flankieren, aber es funktioniert nicht. Kannst du nicht durch den Zaun durchschießen? Ja, nee. Aber du kannst ja selber noch eine gute Deckung holen jetzt, oder? Er hat sogar eine volle Deckung dahinter, hinter dem Ding hier. Echt? Ja. Kriegst du nicht. Ja, du musst auch jetzt irgendwo in Deckung gehen und vielleicht, also eine gute Deckung wäre gut und dann, was war das noch, wie hieß das noch, Overwatch, Feuerschutz, so ein bisschen defensiver. Ich hatte letztes Mal das Gefühl, immer wenn wir nicht so defensiv waren, haben wir ganz schön Schaden eingesteckt. Ja. Und wenn wir sagen, hier Leute, ihr müsst erstmal rankommen, damit ihr uns abschießen könnt und dann Feuerschutz machen, ja, war das glaube ich gar nicht so doof. Aber der ist auf jeden Fall nicht in Deckung, den können wir schon mal bewegen. Genau, die Gegner haben gerade alle Deckung. Position bestätigt! So, Kollege, Feuerschutz oder was? Ja. Overwatch. Oh, das ist ein Schachbrett. Können wir nicht Schach spielen? Links? Ich guck trotzdem mal, was die Prozente sagen. 27, ja, das ist ein bisschen wenig. 46 wäre das meiste. Mhm. Ja, okay. Feuerschutz. Und wenn er da steht, können wir ja auch nicht flankiert werden, oder? Nö. Das wäre halt so das Schlimmste noch, was passieren könnte, wenn wir flankiert würden. Wir müssen noch dran denken, dass wir 8 Granaten dabei haben. Wir können eigentlich 8? Pure... 4. Achso, jeder hat eine nur, ne? Stimmt. Ja, ja, dann 4. Hast recht. Gebe Feuerschutz! Ja, gut. Aber 4 ist trotzdem eine ganze Menge. Mhm. Ist hier nicht irgendwo so ein kleiner Baumstumpf? Ja, wo sind die Baumstümpfe? Ah! Hier ist auch noch einer. Ja. Aber es ist außerhalb, ne? Ja, da könnte lieber der andere hier, der hier rechts steht, da könnte der hin. Ah ja, gute Idee. Das machen wir mal. Da. Mal dahin. Das ist so doof, oh Mann. Wir wussten irgendwann mal die Namen von unseren Teammitgliedern. Entschuldigung. Oh. Wenn die befördert werden, gucke ich wieder. Ja. Guck du mal, was. Wie sieht's so aus? Also Nummer 3. Genau so. Du musst dich erst beweisen. Wenn du genug Gefechte überlebst und genug Beförderungen verdienst, dann merken wir uns auch deinen Namen. Feuerschutz. Fiat geht nicht. Oder wenn du Sprengmeister wirst, dann merke ich mir auch deinen Namen. Ja, da ist auch eine volle Deckung, cool. Ja, da ist auch eine. Wir haben schon 3 volle Deckungen hier unten. Das ist gut, die nehmen wir, und oder? Los geht's. Ja, nehmen wir mal. Allerdings, wenn wir dem... Ach, der Sektoid wird eh nicht getroffen jetzt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Granate werfen würden, dann würde der Sektoid so schwach sein, dass er beim ersten Feuerschutz schon stirbt. Ja, mach das doch. Kannst du so weit werfen? Eigentlich schon. Oder macht das Spiel hier irgendeine fiese Frauendiskriminierung? Frauen können nicht so weit werfen. Mhm. So, triffst du ihn? Du triffst aber nicht beide. Aber die Deckung würde auch kaputt gehen. Das stimmt, ja. Noch ein Stück nach vorne? Was hätte ich erst machen sollen? Ne, erst die Granate und. Im Nachhinein. Wenn, ah. Aber, geh mal noch mal ein Stück nach unten mit der Maus. Da, guck mal, dann machst du die ganze Deckung von ihm kaputt. Ja, machen wir mal. Allerdings können wir dann auch nicht mehr in Deckung gehen. Ja, ist okay. Cool. Granate! Nicht gegen Zaun! Oh Gott. Ah, guck mal, der hätte man gleich abschießen können. Ah, da, guck mal, da müssen wir mal dran denken, dass wir mit den Granaten die Deckung kaputt machen können. Der macht jetzt bestimmt Panik mit irgendwem. Feuerschutz! Ja. Treffer! Ja, das war gut. Sehr schön. Feind neutralisiert.
Alles gut. Wenn wir über die Leiche drüber laufen, bergen wir die auch, oder? Wie heißt der? Ja, boah, 5 Schaden. Alter, wie weit geht der denn? Nein! Bewusstlos? Aha. Interessant, was Neues. 2 Leute in Panik? Ja. Oh. Wie sind denn 2 in Panik? Weil einer bewusstlos geworden ist, ne? Scheint ja. Alter Leute, ihr seid doch kacke. Ja, ja, flankiert. Toll. Markiert? I guess that's not so good. Wir werden die Mission so übelst verkacken. Alter! Junge! Was ist denn mit denen kaputt, ey? Er ist betäubt jetzt. Haben wir überhaupt noch Leute? Nee. Doch, der Beförderte. Ah nee, der wurde gerade... Nee, er ist dran. Was ist da denn los? Kann ich noch einen anderen wählen? Nee. Oh Gott. Okay, Leute. Also weglaufen vor den Schwertleuten bringt nichts, weil die so weit laufen können mit ihrem Schwert. Ja, die sprinten, ne? Das haben, ja, genau. Das ist ja mit dem Nahkampf halt, ne? Aber der hat auch nur noch einen. Aber der direkt vor dir steht, hat noch 6? 5? 6? 6, ja, aber wenn wir einen töten, dann wäre es schon mal besser, oder? Wie viele Leute hast du denn jetzt gerade noch zur Auswahl in diesem Zug? 1. Echt? Ja. Oh Gott. Also wir haben, der ist zur Auswahl. Und der das ist schon seine zweite Aktion, oder? Bewusstlos. Und wir haben irgendwie, irgendwo sind doch noch zwei Leute da von uns. Da unten sitzt einer. Da sitzt einer. Und wenn du runter gehst jetzt, unten, da an der Hauswand. Ach, da an der Wand ist auch noch einer. Okay, aber die also sind guck ja mal, der hat nur eine Aktion, diesen Zug, Gerard. Siehst du das? Du kannst dich jetzt nicht bewegen und schießen. Das ist schon die gelbe Umrandung. Oh ja. Du kannst jetzt nur schießen von hier aus. Auf den da? Soll ich mal gucken? Das wird nix. Ja, das wird was, ja. Ist ja 85%. 27%. Ja. Kommt natürlich auch kein Stück weiter, wenn wir... Okay. Wer hat nochmal gesagt, dass die Mission leicht ist? Ja. Eine Granate wäre natürlich ganz doof. Wieso? Da liegt ja noch jemand von uns. Das stimmt, ja. Aber man könnte das ja... Komm, streng dich an! Wieso steht der denn auch so weit weg, dass ich ihn nicht treffen kann? Oh, Timo! Was machen wir? Schießen auf den hier vorne, ne? Ja. Die anderen beiden sind einfach nicht mehr in Panik gleich und der macht ja nur 2 Schaden. Ja, hoffen wir es mal, dass er keinen Crit macht. Boah, ey. Ja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt critten. Und... Ja, keine Ahnung. Schwierig, ne? Nochmal. Sehr gut, 3 Schaden, das war toll. Aber er hat zumindest noch die Waffe rumgerissen, nachdem er schon einen Meter daneben gezielt hat. Oh nein! Nein, nicht beide auf ihn! Boah, 3 Schaden. Das ist hart. Der ist tot, oder? Ja. Einer weg. Emotionsbeschreibung war schon ein bisschen komisch, oder? Wir sollen das irgendwie, bevor die anderen da sind, aber die sind eigentlich schon da und kommen uns jetzt entgegen. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich hätte gedacht, was machen die denn da? Ach so, da ist ja noch jemand. Ja, daneben. Oh. Wie kann man da daneben hauen? Panik entfernt. Also einen haben wir, 2, oh. 1, 2. Hier ist noch einer bewusstlos. Ja. Können wir da hin und dem helfen? Ich glaube nicht. Der ist auch außerhalb des Bewegungs. Oder was ist der Pfeil da rechts? Unten, also rechts in der Mitte? Unten in der Mitte und dann rechts? Tür öffnen. Tür öffnen. Aber wie... Ich glaube, helfen können wir nicht. Meinst du, der ist jetzt einfach bis zum Ende weg und ja, am Ende wieder dabei? Ich fürchte. Uff. Also, wenn du es schaffst, ihn zu flankieren, wäre es das vermutlich wert, weil...
ich das Gefühl habe, dass uns die Deckung hier sowieso nicht so viel bringt. Den kriege ich nicht flankiert. Achso, mit dem vielleicht schon, ne? Weiß ich nicht. Okay, der Gegner hat auf jeden Fall 1, 2, 3 Leute. Kann das sein? Ja, wir auch. Aha, ja. Da, der Schwertkämpfer, der neben dir steht, den könntest du zum Beispiel mit einem Treffer erledigen. Ja, das stimmt. Der hier hat zum. Der hier würde wahrscheinlich flankieren können oder hat Feuerschutz, also eins von beiden. Nee, der hat geschossen, der kann nicht Feuerschutz haben. Er hat geschossen, echt? Ja. Ah, okay. Dann würde ich mich erst bewegen. Erst bewegen, irgendwo hin, zum Beispiel, wenn. Ja, weiß ich nicht, wo gut ist. Oben? Wie weit kommen wir eigentlich? Hinter den einen Kanister. Können wir eigentlich mal zählen. Es wäre ja gut, wenn du den. Den Schwertkämpfer noch erledigen könntest, oder? Ja. Der jetzt direkt neben dir steht. Meinst du, ich gehe vielleicht in die andere Richtung, in die? Ja, so da links oben ist doch irgendwie so eine kleine Deckung, oder? Aber ich kann den flankieren hier, ne? Achso, der wäre dann auch weg, meinst du? Ja, aber der hat auch noch. Aber einen... den kannst du mit dem anderen auch wegmachen, oder? Nee. Ich komme da nicht hin. Nee, auch nicht, wenn du dich da links frei hinstellst. Ist, hier? Ist das nicht schon flankiert? Nee, das ist noch in Deckung, denke ich. Oh, geil. Aber er könnte eine Granate werfen. Guck mal ganz kurz, ob der andere eine Granate hat. Nein. Hast du eine Granate? Ja. Uff. Okay, beide. Okay, der hat auch noch 4 Schuss. Der andere noch 2. Das heißt, wir haben noch 6 Schuss, um die 3 zu erledigen. Bis dann. Bis wir nachladen und die anderen. Die nächste Welle kommen darf. Ja. Na gut, wir können ja in Ruhe nochmal überlegen. Ja. Und in der nächsten Folge präsentieren wir euch dann, wie wir aus diesem Dilemma wieder rauskommen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.